Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Nicole. Heute möchte ich euch wieder ein Wanderpaket zeigen bzw. es mit euch auspacken. Und zwar ist das das Paket, das die liebe Edda vom Kanal Beauty Dream ins Leben gerufen hat. Das Kunter Beauty Wanderpaket. Das ist jetzt das zweite Mal bei mir. Ich bin schon total gespannt, was sich verändert hat, was hier für neue Sachen drin sind. Ich habe alles schon auf dem Tisch aufgebreitet. Es ist nämlich ein riesiges Paket mit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Boxen alleine schon und noch einzelnen Teilen. Und legen wir mal los. Als erstes habe ich schon gesehen, da sind Goodies drin von Edda. Ganz tolle Lippenpflegestifte. Vielen Dank, da nehme ich mir auf jeden Fall einen raus. Und dann machen wir direkt mal weiter mit den Sachen, die so ein bisschen einzeln waren. Also da habe ich zum einen eine Lidschattenpalette, die ich selber reingelegt habe. Den nehme ich einfach wieder zurück. Dann haben wir hier ein Duschgel von Isana. Herzenswärme Cozy Dreams mit Sandelholz und Mandarinenduft. Ich mag Sandelholz eigentlich ganz gerne, da das nicht zugeklebt ist. Ich klebe das aber gleich nochmal zu, zur Sicherheit. Ist auch nicht markiert, dann ist es vielleicht von Edda gewesen. Ich rieche mal drin. Aber das ist nicht mein Duft. Also es riecht nach Mandarine schon. Sandelholz rieche ich jetzt gar nicht. Aber es ist, ja, ich mag es einfach nicht. Es ist schon zitrisch, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen künstlich nach Mandarine. Irgendwie mag ich das nicht. Dann geht es mal weiter. Dann haben wir hier einen Duft Christina Aguileras. War jetzt hier aber so eine Decke drin. Ne? By Night. Ich muss sagen, ich hatte schon einige Christina Aguilera Düfte, jetzt auch in der Pink Box war mal einer, in dieser 1001 Nacht Box. Den mochte ich auch ganz gerne, dieser riecht jetzt auch ganz schön, ne? Aber die halten bei mir irgendwie echt nicht so lange auf der Haut, deshalb nutze ich sie dann sowieso nicht so oft. Ja, von daher werde ich den bald wandern lassen. Ne? Dann ist hier etwas, das habe ich reingetan. Tja, das ist aber zurückgekommen von Isana, eine Body Lotion. Werde ich die einfach selber mal ausprobieren. Wobei ich hatte da dann schon mal gehört, die habe ich mir gekauft, als sie ganz neu ins Sortiment kam. Ich dachte auch, ne? Und dann habe ich sie ins Wanderpaket gelegt. Ja, jetzt habe ich aber mal gehört, die zieht nicht so gut ein. Ich werde sie aber mal trotzdem ausprobieren, ne? Dann ist hier noch ein Duschgel drin. Das ist auch hier alles nochmal verklebt gewesen. Von Farm mit Aloe Vera Joghurt. Aber Aloe Vera, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mein Duft. Deswegen, ja, ich würde es schon benutzen, wenn ich es jetzt hätte. Aber ich habe so viele Duschgels und da nehme ich mir dann wirklich nur das raus. Und ich denke, boah, das brauche ich. Das brauche ich. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das war hier auch so lose drin. Von M. Asam ein Eyeliner, so ein Kajalstift im Prinzip in Braun. Der hat hier so eine rausdrehbare Spitze. Ja, der wurde auch schon mal geswatcht oder so. Aber das macht ja nichts. Das kann man einfach so, ne, ein bisschen desinfizieren, abreiben. Ja, die Farbe ist, glaube ich, ganz schön. Ne? So ein Braun kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, den nehme ich raus. Machen wir mal hier einen vielleicht Stapel. Und dann geht es weiter mit, ach so, ein einzelnes Produkt noch. Hier war noch eine Lidschattenpalette drin. Also die war natürlich in Noppenfolie und so. Ne? Die lag da jetzt drin. Von Essence, die Royal Party, die sieht schon echt ganz cool aus. Ist eine riesige Palette mit 28 Farben. Die ist auch noch komplett neu. Ja. Sehr nudig, ein bisschen auch hier so ein Schimmer in Lila, aber der Rest ist sehr nudig, deshalb nehme ich sie nicht raus, weil ich, ja, die ist schon von der Verpackung schön. Eher zum Sammeln oder halt für jemand, der wirklich so nudige Farben benutzt. Ne? Und ich habe weder, dass die Lidschattenpaletten sammeln, bei mir sind die so quasi oben auf dem Regal gestapelt, dass man die eh nicht so wirklich sieht. Also ich sammle sie eher nach Farben und nachdem, wie besonders ich die finde, auch von den Color Stories und so zum Benutzen und jetzt nicht so zum Angucken. Und da sind mir die Farben dann zu nudig. Ne? Es wäre jetzt keine Palette, zu der ich oft greifen würde. Deshalb lasse ich sie weiter wandern. Hier habe ich so eine süße Tasche von Shiseido mit Nagellack. Ich glaube, der könnte sogar von mir sein. Ja, den habe ich reingetan. Den nehme ich dann auch wieder raus. Dann ist hier etwas von Neonail. So ein UV-Lack, aber Neonail benutze ich nicht, deshalb lasse ich den weiter wandern.
Dann habe ich hier was von Rival de Loop. With Pleasure Drops. Das sind so Glow Drops, aber ja, ich habe sowas in der Art schon öfter mal bekommen in Tauschpaketen, Boxen und Sachen. Und da ich das nicht so viel benutze, brauche ich da jetzt nicht noch eins. Dann geht es weiter. Machen wir mal weiter mit dieser schönen weihnachtlichen Beauty Box. Medikamente per Klick. Da sehe ich auch schon mal ein Produkt, was ich reingetan habe. Hier ein Gesichtspflegeöl. Dann eine kleine süße Palette von Revolution. Ja, die ist schön, nudig und so, aber sind halt nicht so meine Farben. Deshalb wird die auch weitergehen. Dann habe ich hier einiges an Masken. Schauen wir mal durch. Da habe ich einmal hier von Luvos eine Heilerde-Maske. Intensive Tiefenreinigung mit Heilerde und Vorbereitung für den Booster. Lässt das Hautbild jünger aussehen. Ich glaube, die nehme ich mir raus. Die macht einen guten Eindruck. Die soll auch ein bisschen mattieren. Von daher passt die ganz gut zu meiner Haut. Dann habe ich eine von M. Asam, eine Glättungsmaske, Poren verfeinernd und glätternd. Ja. Weiß ich noch nicht, aber ich habe so viele, deshalb nehme ich sie mir, glaube ich, nicht raus, sondern lieber die andere. Hier ist sowas. Weiß ich gar nicht genau, was das ist. Kann man irgendwas reinstellen, vielleicht für einen Rasierer oder so, aber das brauche ich, glaube ich, nicht. Dann habe ich hier eine Hanftuchmaske mit sehr viel Feuchtigkeit aus Hanffasern. Klingt ja auch spannend. Gestresste Haut ins Gleichgewicht bringen mit Hyaluron. Und dann habe ich hier eine Kollagenmaske, die aufpolsternd ist, von The Mask Doctor. Ich glaube, ist das von Action? Ich glaube, ja. Dann habe ich hier noch eine Aktivkohlemaske von Schäbens. Die habe ich aber auch noch da. Hier habe ich einen spannenden Pinsel von Beauty Bay. Das ist ein Eyeliner-Pinsel, so mit so einer ganz feinen Spitze. Aber ich benutze eigentlich jetzt Eyeliner meistens die, die so breiter sind, mit so einer, ja, wie diese Augenbrauenbürste, ne? Die nehme ich eigentlich für Eyeliner. Dann habe ich hier von Ayeko ein Augenbrauengel. Das tue ich mal auf den Vielleicht-Stapel. Oh, hier habe ich hier so von Catrice Face Jewels zum Aufkleben. Die nehme ich mir mal vielleicht für meine Tochter raus. Von Polar, die Creme habe ich auch, aber die ist für meine Haut einfach zu reichhaltig, ne? Deswegen steht die bei mir auch rum. Ich habe sie an meine Tochter gegeben, aber die cremt sie auch nicht so wirklich damit ein. Von daher brauche ich sie nicht nochmal. Dann, okay, habe ich hier etwas von Philosophie. Von denen hatte ich auch mal so eine ganze Pflegereihe. Das ist jetzt hier was Verfeinerndes. Abend. Ja, mit AHA-Säure, aber da habe ich momentan mehrere andere Produkte noch. Dann habe ich hier ein Shampoo, No Planet B. Ja, das habe ich selber und habe es auch einmal ausprobiert. Das hat meiner Kopfhaut überhaupt nicht so gefallen, aber ich habe auch extrem empfindliche Kopfhaut. Das habe ich dann weitergegeben an meinen Freund, der muss das auch brauchen, aber nochmal braucht er das, glaube ich, auch nicht. Hier habe ich von Rival Loves Me ein Hollywood Glow. Auch ein Luminizer, aber wie gesagt, und der ist echt mega golden. Nee, ich glaube, ich würde den eh nicht benutzen. Manchmal nehme ich mir sowas, weil ich denke, oder ich habe ja auch so Sachen, die ich mir behalte und denke, oh, mal mache ich das und dann mache ich es eh nicht. Hier habe ich von Rival Loves Me ein Lippenpeeling in Fresh Mint. Mal, wie das aussieht. Okay, das ist so ein kleines Tiegelchen. Ja, ich habe augenblicklich zwei Lippenpeelings in Anwendung, ein Zuckerlippenpeeling. Ich überlege mir das mal, ne? Ich stelle das mal hier auf, vielleicht. Da gucken wir mal weiter. Hier habe ich von Heimisch eine Augencreme, die habe ich aber, glaube ich, selber noch da. Dann habe ich hier etwas, ein Glow to Illuminating Blush von CRT London. Der ist echt ganz süß, ne? Aber den habe ich selber oder habe ihn vielleicht auch an meine Mutti weitergegeben. Dann habe ich hier eine Creme, die habe ich selber reingetan. Dann habe ich ein Hydroserum, Naturkosmetik.
Am mit Heilpflanzen, Passionsblume, Ringelblume, Stiefmütterchen, Thymian, Enzian, Sonnenblut, Salbei, Hopfen. Ja, hier steht aber jetzt nicht so wirklich, was das macht, außer Feuchtigkeit. Es klingt eigentlich ganz schön, aber ja, ich habe momentan so viele andere Serien, deswegen die Maske habe ich selbst reingetan. Das war auch eine Peeling-Maske. Die scheinen insgesamt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen nicht so schrecklich beliebt zu sein, muss ich sagen. Ne? Also, dann habe ich hier eine Medpacks Wohlfühlbox nochmal im winterlichen Design. Da schauen wir mal. Oh, dann geht es weiter mit Masken. Eine Silbermaske Lifting Inspiria Absolut. Naja, muss ich mal eben nachgucken. Kontaktschicht, weil Silber ist ja manchmal auch so antibakteriell, so dass es bei Unreinheiten ganz gut ist. Das lese ich mir deshalb mal durch. Wofür oder wogegen Designmaske? Hier eine goldene Lippenmaske, aber die brauche ich nicht so oft. Benutze ich Lippenmasken nicht. Ah, hier habe ich diese Quinoa Power Matcha-Dinger. Die waren letztes Mal schon drin. Die wollte ich mir rausnehmen für meinen Freund. Da habe ich es dann aber vergessen, da die immer noch drin sind. Da nehme ich die mal raus. Habe ich ja Glück gehabt. Hier habe ich eine Hand- und Nagelcreme von NYX. Die habe ich mir, glaube ich, schon mal rausgenommen. Vielleicht habe ich sie aber weiter verschenkt. Ich gucke mal nach, ob ich sie habe. Irgendwie, glaube ich, die habe ich dann meine Mutti gegeben. Hier habe ich so ein Gleitgel. Ich weiß gar nicht mehr, war das auch in irgendeinem Adventskalender? Ich hatte das, glaube ich, auch mal. Tja, aber jetzt glaube ich nicht. Dann habe ich hier eine Sonnencreme. Die habe ich aber auch noch. Dann habe ich hier von Oskia London etwas. Ein Renaissance Cleansing Gel. Mit Vitaminen. Da werde ich auch mal, ach so, das ist so ein schmelzender Cleanser. Ich gucke mal, ob das versiegelt ist. Noch oder ob man da hier. Scheint so ein Gel zu sein. Da werde ich mal nachlesen, was das ist, für welchen Hauttyp das geeignet ist, ob man das auch zur Make-up-Entfernung so um die Augen nehmen kann oder nicht. Ich werde es mal nachschauen. Dann habe ich hier einen Lippenstift von Catrice. Der fühlt sich aber mega schwer an. Das ist ein richtig schönes Metall-Packaging. Erinnert mich so ein bisschen so an Klinik, ne? An diese Klinik-Lippenstifte. Travel Light Story. Cool and Matte. Chili Orange. Muss ich doch mal gucken. Der ist auch hier nicht versiegelt. Ach, das war schon sehr orange. Da werde ich aber mal nachgucken, wie deckend der ist. Schon eine spannende Farbe für Catrice. Dann habe ich hier nochmal einen Blush. Der kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber den brauche ich nicht. Ich habe einige flüssige Blushes und benutze die echt nicht oft. Hier habe ich Maracuja Glow, ein Face Serum. Aber das braucht momentan auch nicht. Hier habe ich von Lumene eine Creme, die ich selber reingetan habe. Hier habe ich Runway Ready, ein Face Primer. Genau, den habe ich auch schon gesehen. Aber den brauche ich nicht. Dann habe ich hier Not a Pretty Face. Das ist ein Nagellack. Aber leider habe ich so spröde Nägel, dass ich nicht viel Nagellack benutzen kann, nur auf den Fuß. Nägeln hier habe ich von Lavera einen Micellen-Make-up-Remover mit Gurke und Kamille. Das klingt ja schön. Vor Gebrauch schütteln. Tja, steht jetzt aber auch nicht wirklich, ob der für die Anwendung an den Augen und so geeignet ist. Denke ich schon. Das werde ich mal nachlesen. Dann habe ich hier von Isana eine Bodylotion Sunset Beach. Mochte Edda die nicht so gerne? Ich glaube, das ist eine, die Edda so richtig gerne mochte. Deshalb nehme ich die mal nicht raus. Ich glaube nämlich, dass Edda sich da sehr drüber freuen wird, wenn es das ist. Sun Silk Hair Mist Coconut Menoy. Könnte auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Bin ich nicht so sicher. Dann habe ich hier noch einen kleinen Nagellack von Essie auch. Und dann haben wir hier noch von Max Factor.
Radiant Lift Long Lasting Concealer. Achso, aber in der Farbe Dark. Das ist leider nicht die richtige Farbe von Aiko, den Black Magic in so einer rosa Edition. Den habe ich aber auch noch im Backup, deshalb nehme ich den jetzt nicht raus. Und hier habe ich einen Brightening Toner, ja, für alle Hauttypen von Beauty Bay. Dann geht es weiter mit der nächsten Box. Ich schnippe die jetzt mal einfach so zufällig, wie ich sie rausgeräumt habe. Ich habe vorher noch überhaupt nicht reingeschaut. Hier habe ich von Jean and Len eine feuchtigkeitsspendende Maske. Pflegt intensiv und erfrischt ohne Gedöns. Durstlöscher für die Haut. Ja, Aprikosenkernöl und so, aber ich habe sehr ölige Haut. Da ist das wahrscheinlich nicht so das perfekte Produkt. Hier habe ich eine Handcreme von Physiogel Hyperallergenic. Habe ich noch nie gesehen. Pflegende Hautcreme für juckende Hände. Durch hautähnliche Lipide wird die Reparatur, ja, klingt gut. Das könnte ich mir vorstellen. Die ist noch komplett hier zu, aber die riecht bestimmt gut. Schauen wir mal weiter. Dann habe ich hier von Biotherm ein Live Plankton Elixier. Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich das reingetan habe. Ich muss mal nachschauen, da ist aber kein Klebi drin. Also vielleicht auch nicht. Dann habe ich hier einen Stift von Alverde. Das ist ein Concealer und Konturenstift. Hier als Kontur. Ganz schöne Farbe, aber ich habe da gerade einen von Be Perfect und die halten ja ewig, bis man die aufgebraucht hat. Ne? Dann habe ich hier von Art Deco eine Lidschattenpalette. Die habe ich beim letzten Mal schon gesehen, aber das sind nicht so die Farben, wo ich sage, an sich, die Palette gefällt mir eigentlich ganz gut. Da kann man halt auch die Pfännchen austauschen. Hier könnte man auch noch Blush oder was anderes, Größeres reintun. Aber ja, das sind nicht so meine Farben. Hier habe ich einen kleinen schwarzen Monolidschatten. Dann habe ich hier von Reval Loves Me So Cozy ein Blush. So ein klein, der sieht auch ganz süß aus mit so einem schönen Pressing. Dann habe ich hier von Origins Ginseng SPF 50, ein 40, oh mein Gott, ein Tinted Moisturizer. Sowas mag ich ja eigentlich ganz gerne für den Sommer. Die Frage ist, wie die Farbe ist. Der ist schon offen. Ich werde da mal googeln. Ich will den jetzt nicht anbrechen oder so, obwohl der schon offen ist. Aber ich denke mal, wahrscheinlich ist der noch nicht benutzt oder getestet. Deshalb werde ich da mal googeln und schauen. Es geht noch weiter. Hier habe ich Sweet Mary Cherry, ein Face Scrub. Aber ich benutze selten so mechanische Peelings. Dann habe ich hier von Lancôme Genifique, ein Konzentrat. Dann habe ich eine Creme hier von Dr. Susanne von Schmiedeberg. Anti-Age Cream, aber die ist für trockene Haut, deshalb ist das nichts für mich. Hier habe ich von Reval de Loup aus der The Golden Twenties Collection ein Contouring Duo mit Bronzer und Highlighter. Ich mag ja die 20er sehr gerne, aber trotzdem. Von Espa ein Refining Skin Polish. Tja, keine Ahnung, für was für Haut der sein soll. Aber ich glaube, von Espa habe ich auch noch einen Skin Polish da. Hier habe ich noch so einen süßen Essie-Nagellack in so einem schönen Orange-Rot, sieht das hier so aus. Wie heißt denn die Farbe? Fifth Avenue. Schöne Farbe. Dann hier noch so einen Herzlack. Oh, der sieht ja irgendwie cool aus. Ne? Rotkäppchen, süß. In Rotkäppchen lag. Also den könnte ich mir vielleicht für die Fußnägel vorstellen. Da muss ich mal nachlesen. Dann ein Körperöl. Aber das benutze ich nicht. Hier ist so ein bisschen was ausgelaufen. Natürlich ist das von dem Öl, der hier drin ist, ausgelaufen. Von Kiehl's.
Midnight Recovery auch ein Öl, hat es komplett ausgelacht. Also ihr seht, da ist jetzt nicht so viel raus, das ist bis hierhin noch voll, aber das ist, da werde ich mal fragen, ob ich das vielleicht in eine Folie verpacken soll und wieder reintun soll oder ob ich das raustun soll. Ich muss mir mal einmal die Hände sauber machen. So, dann habe ich schon die nächste Glossy Box hier. Das erste Produkt hier drin ist ein Highlighter von Wet n Wild Mega Glow. Die haben immer so ein echt schönes Pressing. Ich hatte so einen auch schon mal, aber einen etwas anderen. Ja, habe den aber auch weitergegeben, obwohl der sehr schön war, ne? Aber ich benutze einfach so wenig Highlighter, dass ich da nicht so viele von brauche. Hier noch ein Nagellack von Alessandro. Dann habe ich hier von La Vera noch einen Lippenstift in Timeless Red, den habe ich selbst. Dann habe ich hier noch von Grüm ein Purifying Face Cleanser mit Limonengras. Machen wir dran. Riechen. Das ist eigentlich eher so eine Männerpflege, ne? Die haben ganz viele so Bart- und Rasurprodukte. Das riecht aber sehr lecker. Also ich glaube, das nehme ich mir raus. Das werde ich mal ausprobieren. Klingt sehr schön. Riecht auch gut, ne? So ein bisschen zitrisch. Ja, von Alverde, den Primer, den habe ich selber ein- oder zweimal, ne? Ach, das ist ja auch nochmal meiner, schrecklich, ne? Dann ist das wahrscheinlich der zweite, den ich habe. Einen habe ich im Anbruch, den ich auch benutze, und das ist dann der zweite. Hier Remove and Chill, eine Nagellack-Entferner-Creme, die habe ich tatsächlich selber und habe die auch in Anwendung. Das funktioniert auch, ne? Solange das jetzt nicht so ein ganz krasser Lack ist, pflegt das sogar die Nägel beim Abmachen und so, ne? Ja, aber ich brauche sie nicht nochmal, ne? Dann habe ich hier So Cozy, passend zum Blush auch einen Highlighter. Hier habe ich von Essence etwas, Glowing Gold, daran kann ich mich gar nicht erinnern, ein Luminous Bronzer, aber Luminous, ne, so glitzernde Bronzer, obwohl der nur so einen leichten Schimmer hat, ne? Der sieht so gebacken aus, eigentlich ein schönes Produkt. Hat auch, also wirklich einen schönen Glanz, nicht so extrem. Dann von Dr. Spiller oder so, Summer Glow, SPF 30, aber Glow klingt nicht richtig für mich. So, hier noch so ein Essie-Nagellack. Ich glaube, die sind hier in allen Farben drin, ne? Jetzt haben wir hier Make Me Happy, nee, Maki Me Happy, aber Nagellacke in eben diesem Farbton oder sehr ähnlich, habe ich total viele für die Fußnägel. Hier habe ich noch etwas von Beauty Bay. Ein Eyeliner. Ja, von denen habe ich so einige. Das ist Vanilla, das ist wahrscheinlich so ein heller Beige-Ton. Den habe ich dann selber. Schauen wir mal. Die sind aber richtig gut. Ja, genau, den habe ich. Also der ist super für die Wasserlinie, ist auch eine sehr schöne Farbe, also den kann ich euch wirklich empfehlen, ne? Ich habe die in mehreren Farben von Beauty Bay und benutze die auch tatsächlich, die gefallen mir echt ganz gut. Hier habe ich von Essence einen Long Lasting Eye Pencil. Okay, ja, der ist auch schon benutzt, oder? Ja, ein grüner Eye Pencil mit so einem Glitzer drin, ne? Denn? I have a green. 18 Stunden waterproof. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, da der eh schon benutzt ist und angeditscht, kann ich euch ja mal die Farbe zeigen. Okay. Also es ist, man sieht den Glitzer kaum. Aber es ist eigentlich ein ganz schönes Grün. Ich tue mir den mal auch auf vielleicht. Hier mal ein Taschentuch, das ist ja praktischerweise mit Öl, da kann man ganz gut Make-up entfernen. Ja, hier habe ich von Catrice eine Palette, die Cocoa, da habe ich eine Earth von da, die ist auch ganz gut. Die Mauve hatte ich auch, die habe ich weitergegeben, weil mir die Farben nicht so gefallen haben. Also einfach, die standen mir nicht so, ne? Das waren nicht so meine Farben. Hier habe ich noch einen, das ist meiner von Huda Beauty. Den habe ich selber in Anwendung, den hatte ich doppelt, aber keiner will ihn haben, ne? Dann habe ich hier noch einen Lipgloss My Choice von The Body Shop. Ja, den hatte ich schon mal in der Pinkbox, habe ihn aber weitergegeben, weil die Farbe ist echt so rosé und das ist nicht meins.
Hier habe ich noch ein Produkt von The Ordinary. Eikontur mit Koffein. Da meine ich, das habe ich hier auch schon mal drinnen gesehen. Das ist hier schon ein bisschen hin und her geht. Ist natürlich auch ein Riesenteil, ne? Wenn man sich überlegt, bis man das aufgebraucht hat, so als Augen. Ich habe momentan ein Serum in Anwendung. Das habe ich schon ewig in Anwendung. Das wird einfach nicht leer, ne? Hier habe ich von Milou etwas, ein Body Spray, aber sowas benutze ich eigentlich nicht. Deswegen, oh, hier noch was von Beauty Bay. Noch ein Eyeliner, wie es scheint. Und das ist die Farbe Deep. Ich nehme mal an, dass es vielleicht ein Schwarz sein wird. Wäre das eine Farbe, die ich nicht habe, könnte ich ja in Versuchung geraten. Aber nee, das ist ein schwarzer, den habe ich auch. Aber schwarze Eyeliner benutze ich echt voll selten. Ja, ich benutze meistens eher andere Farben. Dann gucken wir mal weiter in die nächste Box. Hier habe ich so eine schöne Look Fantastic Box. Das ist ja ein richtig tolles Design. Oh, was ist das denn? HD Brows. High Definition Beauty von Look Fantastic Contour and Color Pro Palette. Look Fantastic? Okay. Weiß ich nicht, ob das so eine Kooperation mal war oder ob das eine Produktion ist von Look Fantastic. Ist auf jeden Fall, hier steht Powder Foundation. Powder Foundation, Bronzer, Illuminator and Blush. Das soll eine Powder Foundation sein. Okay. Spannend. Dann haben wir hier von Rosens ein Rosenwasser. Oh, wie schön. Dermatologisch getestet. Das ist ein echtes Rosenwasser. Destillat aus reinen Rosenblüten. Ohne Zusatz von irgendwas. Ist aber nicht mehr haltbar, ist das Problem. 5.23. Und wenn das so komplett ohne Zusätze ist, das ist auch nicht voll. Also das scheint schon gut benutzt zu sein. Dann weiß ich nicht, ob das noch gut ist, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich stelle es mal an die Seite und frage dann mal nach, was damit machen soll. Obwohl, ich schicke es einfach weiter. Muss er da dann vielleicht entscheiden. Ne? So klingt das ja ganz spannend, aber ja, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, wenn das angebrochen ist. Und dann, ja gut, Mai 23 wäre ja gerade noch so haltbar, ne? Riecht eigentlich noch gut, deswegen ist es mal drin. Ne? Dann habe ich hier einen Duft, den hatte ich selber mal von Betty Barclay. Der riecht sehr blumig und schön, aber ist absolut nicht meine Duftrichtung. Deshalb habe ich den auch schon mal weitergegeben. Hier einen sehr schönen Pinsel von BH Cosmetics. Das ist natürlich ein ziemlich scharfer Konturenpinsel, vielleicht so für Nasenkontur oder sowas. Hübscher Pinsel, ne? Also ich glaube schon, dass ich den behalte. Der gefällt mir sehr gut. Von Douglas habe ich hier Blush Pearls. Schau da mal rein. Wenn ich den schaffe, das auszukriegen, habe ich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt ziehe mit Schwung, dass die ganzen Perlen mir entgegenkommen. Aber ich glaube, das ist mir schon zu nervig, wenn ich das jedes Mal so ganz vorsichtig aufdrehen muss. Aber da ist hier oben so ein Schwamm drin und darunter sind dann die Perlen. Okay. Dann haben wir hier einen, so einen kleinen Kabuki-Pinsel von Lugona. Ja, ist eigentlich auch ganz süß, ne? Fühlt sich auch ganz weich an. Ja. Dann habe ich hier Hera's Tribute Street Looks. Nie gehört. Heute habe ich ein Parfum benutzt und Duftprobe, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Oh, das riecht aber wirklich extrem süß, auch irgendwie so fruchtig, so wie Gummibärchen oder was zum Essen. Ne? Aber ich glaube, das ist nicht so
Meinst aber es riecht irgendwie, ja, riecht sehr süß. Dann geht's weiter. Wir sind ja noch lange nicht am Ende hier. Oh, das ist auch sehr schön. Von Essence Everlasting Blooms, ein Duo-Highlighter. Der hat auch, also optisch ist er wirklich auch sehr, sehr schön, ne? So einer dunkleren und einer helleren Seite. Dann von Be Natural ein Lippenbalsam, aber auch mit Pfefferminz. Das ist nicht ganz so meine Komfortzone. Von Rival Loves Me, Boho Vibes, die Lidschattenpalette. Schöne Farben, ne? Ich mag ja eigentlich so diese bärigen Töne. Auch ganz gerne mal. Dann habe ich hier von Manhattan die Amazing Nude Palette. Sogar mit Spiegel. So eine kleine. Aber das sind so Farben, die stehen mir, finde ich, nicht so gut. Diese sehr vergrauten Lila-Töne, diese dunklen. Dann habe ich hier von Mina einen Eyeliner in Schwarz. Ich mag ja eigentlich so Eyeliner. Von Mina hatte ich den auch schon mal in Braun. Der hat mir aber nicht so schrecklich gut gefallen. Ne? Das hat auch so eine Filzspitze. Der malt zwar schön, aber bei mir, ich trage ja oft echt viel so Glitzer-Lidschatten und so. Und da schafft er das dann oft nicht, noch eine Nuance zu zeichnen und so. Wenn man sich jetzt nicht so extrem schminkt, sondern so ein bisschen natürlicher, denke ich mal, wird das schon gut funktionieren. An sich war der ganz schön, ne? Hier habe ich irgendwas für die Haare bei Sisley. Eine Creme 230. Ach so, so ein Hitzeschutz. Och. Ich lese mir das mal durch. Das ist ja auch so ein ganz kleines Päckchen. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Hier habe ich was von, keine Ahnung. Colors. Eine Marke der Bit GmbH. Inverkehrbringer DM Drogerie. Nicht gehört. Weiß ich nicht, ob das ein Produkt ist, was nicht mehr gibt oder was einfach an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, das ist ein Gloss. Ich glaube, dass das ein Lipgloss ist. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Hier habe ich eine Rouge von Rival Loves Me, aber das ist so ein ganz, ganz zartes, helles Rosa, süß mit dem Herzchen, ne? Aber ich glaube, das ist mir zu soft. Dann habe ich hier von M. Arthur Magic Finish einen Lippenstift in der Farbe Ruby Red. Der hat hier schon so ein bisschen eine Macke, aber ist schon sehr rot, ne? Dann, ach so, habe ich hier Wimpern, die habe ich selber mal reingetan. Dann habe ich hier noch etwas. Ja, was bist du denn? Ein Serum in Öl. Sanfte Regeneration für unreine, empfindliche Haut. Mit Öl bin ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, ne, sag ich mal. Ja, es sei denn, so Körper- oder Massageöl. Dann habe ich hier etwas, das habe ich selber reingetan. Das ist hier so ein schimmerndes goldenes Spray. Und was ist das denn spannendes? Von Revolution Glam Balm. Ach so, das ist, glaube ich, ein Lippenbalsam. Genau, in so Pink. Dann habe ich hier eine Mascara. Lash Changer Waterproof. Die hatte ich mal und fand die echt nicht gut. Ne? Ich habe tatsächlich gedacht, ich könnte damit schwimmen gehen. Ja, und so sah ich dann hinterher aus, wie ein Panda-Bär. Ne? Also für mich hat das hier nichts Lash Changer. Ne? Also es hat mein Beauty-Game nicht verändert. Hier habe ich etwas, das habe ich selber reingetan. Das ist auch wieder zurückgekommen. Und dann kommen wir jetzt zur allerletzten Box. Da wollen wir mal reinschauen. Was haben wir denn hier? Von Rival Loves Me 2-in-1 Baked Rouge and Highlighter. Also es wird ein sehr glitzeriges Rouge sein. Okay, nee. Also das sieht so ein bisschen aus wie aus der Box habe ich von Pixi. Ne? So einen runden Blush soll es angeblich sein, aber es ist halt auch so ein Blushleiter, den benutze ich auch ab und zu ganz gerne. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber so oft benutze ich sowas halt doch nicht, dass ich da
immer mehr und mehr Produkte brauche, die so in die Richtung gehen. Dann habe ich hier etwas, ein loses Pigment von Anastasia Beverly Hills. Achso, es kann auf die Augen, Gesicht und Körper gegeben werden. Tja, es sieht aus, als wäre das so ein Bronzeton, ein Goldton. Jo. Ja. Desert ist die Farbe. Ja, an sich ziemlich cool, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das wirklich benutzen würde oder viel benutzen würde. Und da es von Anastasia Beverly Hills ist, finde ich es bestimmt eher einen Abnehmer, der dann auch mehr damit anfangen kann. Hier habe ich ein Puder von Revlon. Candid Photo Ready Anti-Pollution Setting Powder. Das ist ja spannend. Anti-Pollution. Puder zum Fixieren mit Schutz vor Umweltschadstoffen. Ob das funktionieren kann? Okay, das ist hier halt zugeklebt. Ja, und dann. Das könnte ich mir vorstellen. Ich tue es mal auf den Vielleicht-Stapel zu den ganzen anderen Sachen. Dann habe ich hier etwas von Revolution. Guck mal rein, aber das Plastik fühlt sich so klebrig an. Guck mal, was das ist. Achso, okay. Ah, okay. Ja, an sich ganz cool, ne? So ein Highlighter und Bronzer. Ist auch so Richtung Anastasia Beverly Hills Dupe. Dann habe ich hier einen kleinen Bronzer von Bare Minerals. Das ist ja süß. Wie sieht der denn aus? Oh, der sieht aber extrem dunkel aus. Ne? Dunkel und ein bisschen grau. Ich glaube, das ist der, mir zu dunkel ist. Ne? Dann habe ich hier von Love einen Eyeliner, einen schwarzen. Ja. Da habe ich schon öfter mal gehört, dass der auch nicht so lange so gut malt. Aber ich könnte ihn ja mal ausprobieren. Ich nutze ja sehr gerne Eyeliner, von daher nehme ich mir den vielleicht mal raus, obwohl ich hier schon einiges auf meinem Vielleicht-Stapel habe. Dann habe ich hier noch etwas, klingt auch sehr spannend, Salt House Totes Meer Tuchmaske Detox mit Mineralien und so weiter für umwerfend schöne Haut. Okay, da sind viele pflanzliche Öle und so drin, das spendet eher Feuchtigkeit. Dann habe ich hier eine Reismaske. Die habe ich selber mal geschenkt gekriegt, in irgendeinem Paket gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob von Verena oder von Edda auch. Da muss ich mal gucken. Die habe ich noch. Die habe ich noch nicht ausprobiert, deshalb nehme ich sie mir nicht raus. Und das war's, meine Lieben. Ich werde jetzt noch alle wundervollen Sachen, die ich mir hier so zur Seite gelegt habe, einmal durchstöbern, gucken, was ich wirklich nehme. Und dann bin ich nachher wieder da. So, meine Lieben, es hat eine Weile gedauert. Ich habe mir jetzt ein paar richtig tolle Sachen ausgesucht und die zeige ich euch jetzt noch. Natürlich erstmal das Goodie von Edda, das behalte ich, ein Lippenpflegestift. Dann habe ich mir diese beiden Masken rausgesucht. Einmal diese reinigende und auch diese hier. Die habe ich nämlich nachgelesen, die soll, eigentlich ist die zwar Feuchtigkeit spenden und eigentlich nicht so das Richtige, aber dann stand da, es hat einen Botox-ähnlichen Effekt. Also keine Falten mehr. Wenn ihr mich demnächst also komplett faltenfrei seht, dann wisst ihr, woran es gelegen hat. Mal schauen. Dann hier das Seifenstück von Grüm. Dann zwei Handcremes. Dann von Lavera den Make-up Remover, den werde ich mal austesten. Obwohl, nee, wisst ihr was, den Make-up Remover schicke ich mal weiter. Ich behalte stattdessen hier von Kiezis Reinigungsöl, weil das kann man einfach nicht weiterschicken. Das ist irgendwie nicht dicht, das war schon komplett ausgelaufen. Das ist ja auch nur so ein kleines Prüppchen, ne? Ich behalte das hier, ich werde das dann einfach mal ausprobieren. Dann behalte ich von Catrice diese Sticker fürs Gesicht.
Dann behalte ich beide Kajalstifte in Braun und in Grün. Dann diesen Pinsel von BH Cosmetics. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, was ich damit machen werde, aber ich finde den so schön. Ich muss ihn einfach behalten. Dann von Reba Loves Me das Lippenpeeling mit Pfefferminz. Dann behalte ich hier von Revlon das lose Puder, das vor Umwelteinflüssen schützt. Dann diesen kleinen Glitzerlack für die Fußnägel. Dann habe ich mir überlegt, ich werde jetzt von The Ordinary das Augenserum doch behalten. Also das ist mir jetzt irgendwie schon, ich glaube, das war schon letzte Runde drin, jetzt behalte ich es einfach. Dann behalte ich hier von Origins dieses Prüppchen mit dem Tinted Moisturizer. Da gucken wir mal. Dann behalte ich hier dieses Nahrungsergänzungsmittel für mehr Power. Und von Love behalte ich noch den Eyeliner. Das war's. Das ist eine ziemliche Ausbeute, muss ich euch sagen. Ne? Zwei Handcremes, die Reinigung haben wir mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Produkte. Also zum Teil natürlich auch kleine Sachen und so, ne? Aber eine ganz schöne Ausbeute. Ich finde auch, das Paket ist sehr vielseitig. Irgendwie waren jetzt nicht mehr so viele Lidschattenpaletten und so drin. So kleinere viele. Ich werde das alles jetzt schön neu zusammenpacken und ein paar tolle Sachen rein tun. Und ich weiß gar nicht, geht es jetzt zurück nach Edda? Könnte sein. Ich werde mal nachsehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.